ich soll einen Zauberstab mitbringen. Hokus Pokus, hast du nicht gesehen? Der Dominik hat gesagt, ich soll einen Zauberstab mitbringen. Da wäre irgendwas von Harry Potter und das sollte ich mir angucken. Was war denn da bei Harry Potter? Ich habe das gar nicht so geguckt. Ich glaube so irgendwie ein Kuckuck. Kuckuck, ein Falk, eine Eule war da, glaube ich. Eine Eule. Na, schauen wir mal, warte. Ach, da ist er. Da kommt er ja auch mal endlich. Tagchef. Endlich. Sonst kriegen wir ja mal Ärger, wenn wir zu spät kommen. Ja, zu jetzt Recht. Kommst du zu spät, aber macht nichts. Endlich. Macht nichts, wenn der Chef zu spät kommt. Der saß ja wahrscheinlich schon die ganze Stunde rum. Schon naja. Hart gearbeitet. So, ich habe den Zauberstab mitgebracht. Ich drängel mich mal hier durch. Und dann wollte ich jetzt sehen, was war das jetzt? Ein Kuckuck oder ein Falke oder eine Eule bei Harry Potter? Ja, fast. Eine Eule kommt auch vor, ja. Aber es ist in diesem Fall die Geißelspinne. Ein sehr ungewöhnliches Tier. Und die hat einen sehr, ich sag mal, unschönen Auftritt eigentlich bei Harry Potter. Die wird nämlich ganz doll gequält. Ich habe das nicht gesehen. Ja, aber wenn das gequält wird, dann würde ich das auch nicht gucken. Und wo wurde die da gequält? Was ist da passiert? In einer Unterrichtsstunde wird den Schülern beigebracht, was diese unaussprechlichen Flüche sind. Und da wird das an dieser Spinne halt demonstriert, was diese Zauber anrichten. Und das ist dann schon nicht so schön. Und du hast halt geguckt, oder was? Ja, klar. Ich mag sowas. Du magst das, wenn man Spinnen quält. Ja, das ist, da stelle ich dir jetzt mal in Frage, ob du hier den richtigen Arbeitsplatz hast. Hier. Ja, dann könntest du ja besser Metzger werden, wenn du das machen willst. Ja, du wirst lachen, ich bin Metzger. Wie Metzger? Du bist doch im Zoogeschäft am Ja, Mann. Ich wollte lieber dann mit Tieren arbeiten, anstatt aus denen irgendwas Komisches zu machen. Also. Ja, aber sagen ja viele, die wollen mit Tieren arbeiten und werden dann Metzger. Ja, ich habe es dann mal andersrum gemacht. Du warst zuerst Metzger? Ich bin gelernter Metzger, Fleischergeselle, ja. Und dann bist du ausreichend bewaffnet, um gegen die Spinne anzukommen? Genau. Das war mal dein Werkzeug? Das war mein Werkzeug, richtig. Ach, und deshalb ist das jetzt dein Werkzeug. Deshalb sollte ich den Zauberstab mitbringen? Genau. Und ist den Schlangen. Nicht so scharf, ja. Ist nicht so scharf. Ja, und Tiere quälen tust aber weiter? Wenn es sich vermeiden lässt. Nein, also ich möchte lieber Tiere lieb haben, als die auseinanderzuschneiden. Das ist so der Hauptgrund überhaupt, dass ich da gewechselt habe. Oh, dann wird das ja jetzt hier so eine ganz biblische Sendung. Ja. Dann bist du vom Saulus zum Paulus. So können wir das sagen. Aber ich glaube, ganz anderes Thema. Ich glaube, ihr wollt was ganz was anderes gucken. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da sitzt jetzt eine Spinne drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, also so Spinnen, Vogelspinnen, hier so meine Itzi-Bitzi hier vorne, finde ich ja total sympathisch und alles. Und finde ich wirklich klasse. Die hat die letzte Zeit hier alles mit so einem feinen Netz überzogen. Finde ich total toll. Ihr habt ja hier so ein schönes Terrarium eingerichtet, aber die Spinne hier in dem Klarglas-Terrarium gelassen. Warum ist das so? Wo lebt die? Finden wir die sonst nicht oder was ist damit? Ja, also die sind auf jeden Fall nachtaktiv. Das heißt also, die kommt also nachts aus ihren Verstecken gar nicht raus. Die wohnt hauptsächlich in sehr, sehr engen, sehr feuchten Spalten tagsüber, wo man die also auch überhaupt gar nicht sehen kann. Warum hält man dann ein Tier, was man überhaupt nicht sehen kann? Tja, das ist so. Habt ihr auch so was? So Tiere, die ihr gar nicht sehen könnt, könnt ihr ja mal aufzählen, unten in den Kommentaren. Da bin ich ja mal so gespannt. Was habt ihr, was ihr nicht seht oder selten seht? Also so ein paar Tipps, so die Flöhe bei eurem Igel sind manchmal ganz schwer zu sehen. Was hat man noch, was man so selten sieht an Tiere, was man nicht hat? Viele Schlangen zum Beispiel sieht man auch selten. Und trotzdem gibt es genug Fans. Ne? Ja, aber warum bin ich dann Fan von so einer Geißel? Warum heißt die Geißelspinne? Geißelt die ein oder was macht Ja, Geißel ist ja, ich sag mal, ein langer Faden. Da ja auch diese Peitsche, die Geißel. Und die haben halt so ausgeprägte, lange Fühler. Daher kommt dann dieser Name. Und wie viele Beine hat die? Das ist eine Riesenbesonderheit bei der. Es ist also eine echte Spinne, aber sie hat im Grunde nur 6 Beine, um sich fortzubewegen. Aber eine normale Spinne hat, können wir hier nebenan noch mal kurz nachzählen, 8 Stück. Genau. Ja. Und das vorderste, dann ist das gar keine Spinne. Ja, doch. Das vorderste Beinpaar ist umgewandelt in diese langen Taster, in diese Geißeln. Sondiert die im Grunde ununterbrochen ihre Umgebung und im Grunde ein erweitertes Wahrnehmungsorgan. Die kann ich besonders gut sehen, aber tasten. Ja, gut, wenn die ja nur nachts aktiv ist, ist ja mit Gucken auch schlecht.
und dann ist der Tasten auf alle Fälle viel besser. Das ist also so wie bei uns ist ja, ich packe jetzt meine Zehe nicht aus, der kleine Zeh ist ja ein Tastorgan. Wusstet ihr das eigentlich? Wusstet ihr nicht? Seid ihr schon mal nachts vom Badezimmer ins Schlafzimmer gekommen und mit dem kleinen Zeh vor die Bettkante gehauen? Dann merkt ihr, was ein Tastorgan ist. Ja, das kennst du auch. Das, oh ja. Ja, ja, also Dominik hat auch Tastorgan. Ja. Haben wir gerade festgestellt. Aber die Spinne hat die vorne am Kopf und genau. Du hast die unten an den Füßen. Optimalerweise, ja. Optimalerweise, ja, toll. Ja, jetzt aber nochmal, was mache ich mit so einer Spinne? Die ist den ganzen Tag versteckt, die sehe ich nie und tue Futter rein. Und wenn Futter weg ist, weiß ich, ich habe sie noch. Im Grunde genommen ist das so. Ne? Man weiß halt, sie ist da. Nur wenn man Fan ist, reicht einem das eigentlich. Das ist halt schon eine Besonderheit. Ein Tier, das so von der Optik her eigentlich schon sehr außergewöhnlich ist. Ja, muss ich also auch sagen. Ich glaube, die haben wir auch nicht regelmäßig im Programm. Nee, die haben wir eher selten, ja. Die haben wir eher selten dann. Also mir ist hier, ja gut, nachts bin ich ja hier selten. Oder wenn ich mal nachts hier im Geschäft bin, passiert mir auch schon mal, dass ich nachts hier bin. Aber meist, ne, ich wohne ja vorne im Bürohaus oben, aber das wisst ihr ja alle. Und wenn dann mal hier nachts so ein Fehlalarm ist von der Feuerwehr und die kommen dann hier an so mit 20, 25 Fahrzeugen, Krankenwagen, Helikopter teilweise über den Haus. Polizei sperrt die Straße ab, weil ja, es gibt ja nur so eine Alarmstufe. Jedes Haus hat ja eine Alarmstufe. Wenn ihr so ein normales 1, 2, 3, 4 Familienhaus habt, dann kommt ein Feuerwehrwagen, ein Mannschaftswagen, ein Leiterwagen und ein Krankenwagen vielleicht zusammen, wenn überhaupt, hat aber auch von Ortschaft zu Ortschaft zu tun. Aber wir sind ja nicht ein kleines Geschäft, auch nicht ein großes oder ein ganz großes Geschäft, sondern wir sind von der Feuerwehr ja eingestuft als Veranstaltungshaus, weil es ja hier tatsächlich Zeiten gibt, wo manchmal mehrere tausend Menschen gleichzeitig hier im Haus drin sind. Ja. Und dann rückt natürlich die ganze Hauptwache aus und dann kommt die. Und wenn du dann so schlaftrunken da ankommst, und die wollen dann sofort zur Brandmeldeanlage und wir robben uns dann hier durch und suchen dann, wo es brennt oder stinkt oder qualmt. Lustigste Ereignis war, ihr kennt doch diese grünen Notausgangsschilder, die so überall hängen und leuchten. Das hat gebrannt. Oh, okay. Ja, da fand ich ja, ich hatte ja fast gelacht, wenn die Feuerwehrleute nicht so ernst geguckt hätten. Ironie pur. Ja. Hätte ich fast gelacht und so eine kleine Flamme war da. Ja, ist natürlich alles aufwendig, kostet ja auch alles immer viel, so ein Einsatz. Aber wenn die nicht gekommen wären, wenn der Alarm nicht ausgelöst wäre, wäre bei uns hier die ganze Hütte abgebrannt. Und das wäre natürlich sehr schlimm. Aber wir sind jetzt immer noch bei, achso, und da wollte ich ja eigentlich hin. Nachts habe ich hier noch keine gesehen. Also auch dann sind die auch nicht aktiv oder hatte ich vielleicht keine Zeit dann zu gucken, wenn ja so viele Feuerwehrleute rumtrampeln. Also die, ja gut, ich sag mal, die sind ja sowieso auch recht unauffällig. Ne? Und wenn die jetzt auf irgendwelchen Korkästen oder Röhren sitzen, muss man schon genau hingucken. Können wir die rauslaufen oder läuft die weg? Die läuft weg. Die sind unglaublich schnell und versucht natürlich sofort irgendwo in den Schatten oder ins Dunkle zu kommen. Das heißt also, wenn man die auf die Hand nimmt, wird die sofort irgendwo versuchen wegzulaufen. Ja. Und dann ist sie eigentlich weg. Und ist das... So, alle haben ja immer Angst vor Vogelspinnen, giftig und so. Ja. Was ist denn bei der? Die beißt? Die kann eigentlich gar nichts tun. Die hat weder irgendwelche Spinnendrüsen noch Gifte. Tolles. Oder das, starke Stacheln. Das wollte ja eigentlich jeder schon mal haben, ne? Also, gibt ja mal Leute, wo einer sagt, nee, ich möchte kein Tier, keine Tierhaltung. Und der andere wünscht sich ein Tier. Die Geißelspinne kann man dann halten. A, ja, sieht man sie nicht. B, kann sie nichts. Und C, tut sie nichts. Ja. Ne? Also, im Grunde. Wenn man das so erklärt, klingt es schon sehr langweilig. Aber einfach ist nicht langweilig. Die rein optische Besonderheit dieser Tiere ist halt schon faszinierend. Wenn man denn das mag. Ich bin ja jetzt mal wieder neugierig. Ah, das ist ja ganz platt. Da sehen wir sie. Das sieht doch spannend aus. Das kann man doch auch schön als Modeschmuck verwenden. Ja. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen aufpassen. Wir sehen hier diese extrem langen Fühler hier. Kann man die überhaupt sehen? Das ist also eigentlich mehr nur wie so ein Haar. Das ist also das vierte Beinpaar. Tatsächlich. Oh Mann, da habe ich mich aber erschreckt. Ja. Tatsächlich.
Dann ja, muss ich ja mal ehrlich sagen. Hier, jetzt sehen wir hier ganz toll, sehen wir gerade die Fühler. Die orientiert sich, wo sie hin kann. So, und wie kann ich da Männchen und Weibchen unterscheiden? Kann ich die züchten? Kann ich die halten? Was ja. fressen die? Jetzt habe ich mal ganz viele Fragen hier an den Fleischermeister, Fleischergesellen. Ja, also die fressen Insekten, kleine Insekten, die die dann mit ihrem Fangarm vorne... Also Fleisch, das heißt? Fleisch, ja. Ihr hattet die früher in der Wurstküche immer. Ja, optimalerweise nicht, aber klar, da also. Fühlt sie sich wohl. Ja, die haben also vorne diese Fangarme, damit hält die fest. Und da die ja kein Gift hat, wird das Opfer dann lebendig gefressen. Das ist halt, Natur ist schon manchmal gnadenlos, ja. Ja, kann man auch anders ausdrücken. Die Natur ist manchmal nicht so nett, ja. ne? Und ja. Menschen, ja, und was frisst die denn? Ja, kleine Insekten. Kleine oder Insekten. Was? Alles, was aber sie so fangen kann. Aber so eine Maus oder sowas nee, oder eine Eidechse oder nein, sowas, da kann geht die nicht dran. Und ist die jetzt erwachsen? Die wird noch ein bisschen größer. Die wird so 3 bis 4 cm Körpergröße ungefähr. Und bei Harry Potter war die auch so klein? Da war die noch deutlich größer. Das ist natürlich für den Film noch ein bisschen aufgebauscht, aber die hatte bei Harry Potter sicher eine Größe von 7-8 cm. Es gibt so große Arten. Aber da kommt man relativ selten dran. Werden die aus der Natur entnommen oder? Ja, oft. Also die haben, oder kann man die züchten? Die kann man auch züchten, aber die haben einen sehr, sehr langsamen Reproduktionszyklus. Also die machen jetzt nicht jedes Jahr ein Eikokon, das dauert dann also schon eine gewisse Zeit. Alleine die Jungtiere können bis zu 7 Monate bei dem Muttertier bleiben. Ja, aber das zeigt uns ja, wenn die selten Junge kriegen. Und wenig jung, wenig, wie viele Eier legen die denn? Circa 30 Eier. Das ist ja sehr wenig. Man kennt so diese Spinnen, die normalen, die so einen großen Eikokon haben, da kommen Hunderte ja, oft raus. Genau. Und wenn die nur so 30 oder 40 kriegen, da zeigt ja eigentlich, dass die in der Natur so gut wie gar keine oder ganz wenig Feinde hat. Sonst müsste sie sich ja häufiger vermehren. Ja, weil sie halt so extrem versteckt lebt. Ja. Und die betreibt also aktive Brutpflege. Das heißt, die Babys, wenn die schlüpfen aus dem Eisack, klettern auf die Mami und die kümmert sich dann um die Kinder. Aber die seucht die nicht? Nein. Das war ein Witz, das wusste ich vorher. Ne? Nicht, dass ihr meint, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber ich muss ja ehrlich sagen, so diese Geiselspinnen haben wir noch nie ein Video drüber gemacht. Und ja, ihr wisst ja, wir haben ja ungefähr 3000 verschiedene Tierarten. Aber nicht alle habe ich gehabt, nicht alle habe ich gepflegt. Und ich staune manchmal selber, was wir haben. Als letzte Tage auf dem Programm stand, dass wir mal, ich kriege also immer so von Mitarbeitern Vorschläge, was wir also als Video machen können, eine Geiselspinne. Da musste ich wirklich erst überlegen, was ist das, wie sieht die aus? Also man musste wirklich erst mal, ich musste wirklich nachdenken, ey, was haben wir denn da, Geiselspinne? Und ist die denn gefährlich oder nicht? Was muss man denn noch dazu wissen? Temperatur? Ja, die Zimmertemperatur? Ja, ein bisschen wärmer braucht die schon, so 24 bis 28 Grad rum. Relativ hohe Luftfeuchtigkeit dabei. Wir kommen also aus den tropischen Bereichen. Die im Speziellen kommt jetzt so aus Costa Rica, Mittelamerika. Ja, da wohnt die unter Baumrinden, im Laub, überall. Und lebt die dann auf Erde versteckt oder oben in der Baumkrone? Nee, da ja nicht. Ne? Nee, also die lebt schon eher in Bodennähe. Da sind ja auch meistens die Insekten unterwegs. Ja, ja gut, die Bäume sind ja auch glatte Stämme oft, da gibt ja nichts zu verstecken. Ja, ne? Ja gut, halt so morsche Bäume, wo halt die Rinde so ein bisschen ab ja. ist, da geht die dann zwischen. Ja, ja gut, und da ist natürlich so morsche Bäume. Da kommt ja alles an Insekten, ja. die den Baum zersetzen wollen und die verhindert hat, die verkürzt. Genau. Gedeckte Tafel, ja. Ja, oder gedeckte Tafel, ja genau. Ja, das ist spannend. Was müssen wir denn noch für so eine Geiselspinne wissen? Männchen und Weibchen unterscheiden? Ja, Männchen oder beziehungsweise die Weibchen, die haben, ja, ich sag mal, um ihren Geschlechtsbereich rote Haare. Ich glaube, jetzt trifft man den nicht jugendfreien Bereich ja. ab, aber ja. Ja, da kann man die eigentlich drunter unterscheiden. Die haben ein sehr ausgeprägtes Paarungsverhalten. So, aber nicht die Angewohnheit jetzt, sag ich mal, wie Gottesanbeterin, dass man zwischendurch das Männchen aufgegessen wird, wenn er nicht aufpasst. Nee, es ist sogar recht friedlich. Also die kann man theoretisch auch in einem großen Terrarium zu zweit halten als Pärchen. Ich glaube, die sortiert sich gerade, die will gleich wieder... wieder mal durchstarten. Wenn ihr durchstartet, dann beenden wir die Sendung, weil dann hat der Dominik keine Zeit mehr, der muss ihn nämlich wieder suchen.
ich gehe dann woanders ein Video machen, dass sie nicht versehentlich da drauf treten. Und der Dominik bleibt dann heute Nacht hier. Weil vermutlich, ja. Ja, und nachts laufen die auch draußen frei rum. Nachts laufen die auch rum, ja. Das heißt also, das ist was hier für alle euch da, die immer sowieso abends erst um 12 nach Hause kommen und dann die nächsten zwei Stunden noch nicht pennen können. Da ist das genau das richtige Haustier. Und wie ja gesagt, die Familienmitglieder sind alle der Meinung, das kleine Insektarium, ist das eigentlich eine Spinne, ist ja kein Insekt, heißt das trotzdem Insektarium. Tja, ich denke mal, das kann man trotzdem so vielleicht sagen. Vielleicht heißt das Spinarium. Spinarium, genau. Wir können das ja mal Spinarium nennen, Spinner. Da schreibt uns bestimmt einer. Einer hat eine Ahnung von, der schreibt uns, ey, was hat der Norbert wieder für einen Blödsinn erzählt. Ja. Und alle meinen, das Spinarium ist leer, und aber nachts, da kommt die gucken. Genau, und die sind dann nachts auch wirklich eher gemächlich unterwegs. Wenn die sich nicht bedroht fühlen, dann laufen die sehr langsam. Weil Harry Potter hatte, glaube ich, alles Namen. Hatte die da auch einen Namen? Auch nicht, glaube nicht. Die hatte nur einen sehr kurzen Auftritt. Und wie gesagt, Thekla? Oder? Es gab eine Spinne da, die hieß Aragog. Das war aber noch was anderes. Das war noch was anderes. Ja gut, dann war da nur die Geißelspinne. Name könnt ihr selber geben, aber auch da wird irgendeiner wissen, falls die einen Namen hatte, werden wir den erfahren. Das heißt, ihr habt ja sowieso Langeweile, wenn das Video um ist, dann könnt ihr die ganzen Kommentare durchlesen und dann sind wir alle ein Stück schlauer. Ich lese übrigens die Kommentare auch alle, versuche auch einige zu beantworten, alle schaffe ich nicht. So Preisanfragen schicke ich grundsätzlich in die Abteilung. Nicht, dass ihr meint, ich habe keine Ahnung von Preisen oder will ja keine Preise jetzt nennen, sondern so ein Video ist ja viele Jahre im Netz zum Gucken und den Preis, den die heute hat, wird die in 2, 3, 4 Jahren nicht mehr haben. Dann haben wir vielleicht eine Unterart, die hat einen ganz anderen Preis. Deshalb lassen wir immer die Preise alle weg. Wenn ihr einen Preis haben wollt, könnt ihr einfach in der Terraristik anfragen. terraristik@zajac.de. Dann kann der Dominik gucken, ob wir welche da haben und womöglich auch, was die kosten. Da haben wir alles? Ja, im Prinzip. Ich würde sagen, ich lasse die jetzt hier unten einfach laufen. Ja. Und dann beenden wir das Video damit. Ich fand das ein ganz außergewöhnliches Tier. Ein Tier, was Tastsinne hat, wie meine kleinen Zehe. Finde ich faszinierend. Und ein Leben macht ein ungesehenes Leben eigentlich. Sie ist gar nicht da. Sie ist, ja. Aber man weiß, sie ist da. Das reicht man weiß, ja schon. Sie ist da, sie existiert. Und wenn man mal Glück hat, sieht man sie. Faszinierend. Genau. Ich gucke mir die doch noch ein bisschen an. Aber wenn man jetzt Schluss, dann kann ich hier in Ruhe gucken, muss nicht so viel quatschen. Und wir sehen uns nächste Tage wieder. Und wenn ihr den Dominik wirklich noch mal sehen wollt, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Aber die nächsten Tage hat er erstmal keine Zeit. Der sucht unsere Geiselspinne noch. Da ist er. Ja.